Und nun gibt es auch Berichte, die sagen, dass vor allem die Wagner-Truppen, die ja da ganz an der äußersten Front stehen in Bachmut, dass die große Verluste erleben. Wie genau will man diese Verluste denn nun ausgleichen? Also richtig ist wohl, dass die Wagner-Kräfte tatsächlich große Verluste erleiden in dieser Schlacht um Bachmut. Man muss aber sagen, dass wohl auch die Ukrainer große Verluste hier in den letzten Wochen und Monaten erlitten haben. Also auf beiden Seiten schwere Probleme diesbezüglich. Und Jewgeni Prigozhin, der Chef der Wagner-Söldner, macht daraus auch überhaupt keinen Hehl. Er hat unlängst auch ein Foto gepostet, irgendwie auch im Zorn, auf dem gezeigt wurden Dutzende Wagner-Söldner, die da innerhalb von wenigen Stunden wohl getötet wurden. Und da hat Prigozhin den sogenannten Munitionshunger dafür verantwortlich gemacht. Das heißt, einen Mangel an Geschossen. Dafür hat er auch das Verteidigungsministerium hier in Moskau verantwortlich gemacht. Und jetzt versucht Prigozhin, massiv neue Kämpfer anzuwerben. Und zwar über so eine Werbemaßnahme, auch über Telegram. Und da bietet er den neuen Rekruten an, mindestens 240.000 Rubel im Monat zu bezahlen. Das sind rund 3.000 Euro. Dann Prämien für besondere Leistung und Versicherung. Dann wird das Ganze auch in verschiedenen Städten hier in Russland gefahren. Bereits in 42 Städten gibt es Rekrutierungszentren. Dazu sollen noch weitere Städte kommen. Vor allem in Kampfsportclubs und in Fitnesszentren wird hier rekrutiert. Also Prigozhin versucht, neue Männer heranzuziehen für die Schlachten, die noch zu führen sind. Und noch eines vielleicht, in Gefängnissen dürfen die Wagner-Söldner momentan in Russland nicht mehr rekrutieren und deswegen jetzt wohl diese Reklamemaßnahme auch über Telegram, die gefahren wird. Und da helfen ihm auch die russischen Kriegsblogger, zum Beispiel Jewgeni Padubny, Alexander Kotz oder auch Juri Padalaka posten das auf ihren Kanälen und das ist eine enorme Reichweite. Allein diese drei Blogger haben gemeinsam mehr als 4 Millionen Follower. Also man kann sehen, wie hier mit gemeinsamen Kräften versucht wird, die Wagner-Söldner wieder von der Manpower her aufzurüsten. Also die große Rekrutierungsoffensive, sie läuft bereits. Christoph, vielen Dank. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.